Gestern gab es mal wieder eine Folge Let's Dance und mit dabei ist natürlich wieder Rurik Gislason. Ja, der hat ja beim letzten Mal mit seiner isländischen Tanzpartnerin die Wildcard für die Live-Show gewonnen. Sprich, er konnte jetzt in dieser Show nicht rausgewählt werden, egal wie schlecht seine Performance auch nur ist. Der Typ ist auf jeden Fall weiter dabei, aber schlecht war seine Performance gar nicht, weil die beiden haben sich gesagt, Moment, wir haben zwar die Wildcard, wir könnten uns zwar eigentlich zurücklehnen und ein bisschen Show auf Kosten des Senders machen, aber nein, das machen wir nicht und machen wirklich eine gute Performance. Auf jeden Fall, was natürlich schon wieder Pluspunkte für Rurik Gislason gebracht hat. Er ist da im offenen Hemd angetreten, was natürlich wieder sämtliche Frauenherzen hat höher schlagen lassen und sämtliche Frauen haben sich dann mal wieder in sozialen Netzwerken gegenseitig über das Thema ausgetauscht und in sozialen Netzwerken ist auch gerade wieder Rurik Gislason ganz oben und ja, auf jeden Fall, aber sein Auftritt war nicht schlecht, das war wirklich eine richtige Show. Die haben, das war wirklich eine Show, die haben sich wirklich Mühe gegeben. Klar, es wirkte schon wieder so ein bisschen wie dieses typische RTL-Format nun mal, wo diese Tanzsachen irgendwie, ich will nicht sagen, dass es zu Let's Dance ein Drehbuch gibt, das gibt, würde ich sagen, nein. Aber man muss ganz ehrlich sagen, diese Tanzauftritte von Let's Dance sind so ein bisschen durchschaubar manchmal. Aber der Auftritt von Rurik Gislason war eigentlich gar nicht so durchschaubar. Der hat, also den Auftritt, ich habe den Auftritt von Rurik Gislason gesehen, der hat mich positiv überrascht. Und man muss sagen, das war wirklich keine schlechte Leistung. Und natürlich, ich glaube, Rurik Gislason ist auch ein ganz großer Kandidat, wenn es darum geht, Let's Dance 2021 zu gewinnen. Weil natürlich Rurik Gislason ist ein Frauenschwarm. Das steht ja so in den Medien und das bedeutet, er wird mehr und mehr Stimmen kriegen, mehr und mehr Befürworter. Und auch wenn er irgendeine Wildcard hat, den Typen, den wählen die nicht raus. Der wird bis zum Ende da bleiben. Also wir können hier noch einige schöne Auftritte von Rurik Gislason kommentieren. Auf jeden Fall, sein jetziger Auftritt war ganz ordentlich für so eine RTL-Show.